Hallo und herzlich willkommen zu einem etwas, ja, anderen Wochenrückblick, wenn man so will. Es ist ein Tag nach dem großen Event. Meine Wenigkeit ist wieder mal der Razzi und wir haben noch hier den. Dekrobolfi. Und die Liebe. Ja. Brafila. Ihr hört uns alle so ein bisschen an, die sind nur leicht irgendwie angeschlagen. Das lag daran, das Event ging echt bis 23 Uhr und wir haben danach noch teilweise mit Quatsch mit den Leuten noch verbracht. Und mein Dank geht hier nochmal ganz herzlich ans MFG-Radio, wo wir echt unterstützt wurden noch, wo wir auch im Nachhinein kurz nochmal mit den Moderatoren nochmal gequatscht haben. Die hatten echt viel Spaß damit und die haben teilweise ja auch Sachen aus dem Teamspeak mitgekriegt gehabt, was so bei uns gelaufen ist. Und naja, sagen wir mal so, es ist doch echt humorvoll gewesen, was da so ablief. Ja, es war auf jeden Fall sehr unterhaltsam, was da eigentlich nicht Also ich bin aufs Video gespannt, das was unser, verpasst. ich bin auf, was unser Identität aus dem Videomaterial, was wir haben, zusammenschneidet, was daraus entsteht. Und ich denke mal, das wird auf jeden Fall mehr als nur humoristisch werden. Oh ja, also ihr könnt euch auf jeden Fall auf eine Menge Spaß freuen. Ihr seht, der Twitch-Account, der lief ebenfalls. Wir haben gestern natürlich einen Livestream gehabt und alle, die zugesehen haben, die wissen, was abging. Ich habe mich bemüht, so gut es ging, bei sämtlichen, ja, lustige Aktionen irgendwo vor Ort zu senden, auch wenn sie immer einfacher war, weil die Gruppe sich meist immer so hin sonst wo verteilt hat, dass ich echt meine liebe Mühe und Not hatte mit meinem Zwergenbeinchen. Ich habe euch doch eher gesucht Ja, als das ist ihr ein mich. Elf gespielt. Naja, das hätte das Chaos aber trotzdem nicht irgendwie mindern können, denn, naja, sagen wir mal so, das Ganze hat ja nur damit stattgefunden, dass wir echt, ja, sonst wohin gerannt sind, ne? Also, Schafott rannte So. daran, Redefluss rannte daran und so weiter, ne? Also, es war schon doch so ein bisschen leicht chaotisch. Aber okay, wir sind ja Meister des Chaoses, wir sind es gewöhnt. Ja, aber wir haben ja trotzdem ein bisschen was geschafft. Also die meisten haben ja wenigstens so 5, 6 Level geschafft. Ja, 5, 6, ne? Also, ich habe sogar 5, auf 10 6, also geschafft. bisschen. Level 9. Ich habe sogar auf Level 10 geschafft. Wie ich das geschafft habe, weiß ich auch nicht mehr genau. Ja, du hast die ganze Zeit EXP von den anderen geschnorrt. Genau. Ach so, heißt Ich das. bin ja Ah, erst auf okay. Level 8 Ah, gekommen. okay, gut. Okay, ja. Da Ja, mich, aber. da ich ja nicht in die Gruppe gepasst habe, da. Ne, es dachte ja auch einer davon, dass man auch beim Leveln nicht im Schlachthof sein durfte. Das war halt der Fehler, den wir hatten. Dass es aber dann doch ging im Endeffekt, das war dann das andere. Ja, also. Also, es hatten sich. Dann zu Das war leider. WoW verwöhnt und so. Richtig, genau. Es war leider der Fehler, was mir naiv auffiel, so aus dem Nachhinein. Es waren nicht alle da, die sich eingemeldet hatten dafür. Was eigentlich schade irgendwo ist, aber ich denke mal, wenn wir so das nächste Event machen, wo wir auch schon im Hintergrund schon einige Ideen für haben, was dann noch kommen kann für das nächste. Also die Vorbereitungen können so quasi wieder starten. Was nun kommt, das wissen wir noch nicht genau. Das werden wir so vielleicht mit euch irgendwann mal noch reden. Ob es dieses Jahr noch stattfindet, wissen wir auch noch nicht. Also mal noch Ball flach halten und so, ne? Und ja, das ist immer noch ein Wochenrückblick-Video, Freunde. Was haben wir denn im Wochenrückblick, haben wir in der Woche so gemacht? Oder seid ihr alle noch so fertig, so geistig von gestern? Ja, ich Nö, bin ja jetzt. also ich war die Woche nicht da. Nein, stimmt, Wolfi Weil. hat sich ja nur zurückgehalten. Ich glaube, das ist richtig, ja. Ja, bei mir, ja, Folge 8 ist jetzt oben. Dragon Age. Und ja, es wird ja jetzt erst auch nächste Woche erst wieder Mitte nächste Woche ein neues Video geben. Aber Stand ist ja jetzt, wir haben die Wildnis verlassen und müssen jetzt das Ritual durchführen. Wüste Rituale bei Dravida. Naja, sagen wir mal so. Outlaws, wir nähern uns wirklich langsam dem Ende. Kann man wirklich schon langsam so sehen. Wir haben einige schon mitgekriegt gehabt. Wir wissen mittlerweile, wer Dr. Wernicke ist, wie er aussieht und was mit ihm passiert ist. Was wir noch nicht wissen ist, wie kommen wir aus der ganzen Misere wieder raus? Und ich denke mal, das wird in der heutigen Folge, am Samstag, dem 12.7. auch, denke ich mal, bekannt werden. Und ja, die restlichen Space, die laufen weiter vor sich hin. Also ich müsste jetzt lügen, wenn ich jetzt wirklich bei Koa sagen könnte, wo ich jetzt nur gerade stehe. Das habe ich leider jetzt durch gestern so ein bisschen den Überblick verloren im Moment. Ich weiß, dass wir beim Morgen auf jeden Fall gerade dabei sind, immer noch die ganzen Spukgeschichten aufzuklären, immer noch so ein bisschen. Ich muss mal gucken, welche Folge wir gerade sind. Wir sind gerade bei Folge 33. Ja, also
Es läuft, ne? Also heute Vormittag kommt irgendwann nochmal eine Folge von Amalur, spätestens auf Mittag. Wolfi ist gerade dabei, wie ihr seht, gerade hier Devil May Cry 4 Mission 10 hochzuladen. Und viel Spaß dabei, sag ich mal. Was ist sonst bei Wir rennen Facebook immer jetzt noch weiter so unserer passiert? Geliebten hinterher. Oh, ja, mein Wolfi hat eine Geliebte. Ah, Nero. Ah. Auch, aber. Ja, du kannst sie gerne mal grüßen, wenn du willst, ne? Er will nicht, okay. Aber ich weiß nicht. Naja. Ansonsten sehen wir uns halt wahrscheinlich dann nachdem. Ich weiß nicht, ob ich so viel spoilern soll. Soll ich spoilern, soll ich nicht spoilern? Ach nein, die Leute, die unsere Seite sehen, die können ja mal bei mir auf den Bereich mal klicken, dann sehen sie schon, was vielleicht noch nächstes kommt. Ja, im Großen und Ganzen, wir sind noch leicht verkatert, kann man schon fast sagen. So 3 Stunden aktiv, Unerhalten. ja, 3 Stunden aktiv wirklich so hardcore zocken, was wir gestern gemacht haben mit dem bunten Haufen, waren doch anstrengend und kräftezehrend. Und Mich dementsprechend, wundert sehr, dass ja, bitte? ich nur wirklich einen Liter Kaffee gebraucht habe. Ich dachte, ich bräuchte wirklich meine kompletten 2 Liter, um wach zu bleiben. Also damit habe ich nie ein Problem gehabt, ehrlich gesagt, mit Wachblende. Das ist Nee, nicht mein mit Problem. Wachblende Mein Problem ist überhaupt meistens nicht. eher, dass ich dann irgendwann anfange, dann so leicht, ja, müde zu werden, ja, die aber dann nicht auf die Müdigkeit so von wegen Schlafen auswirkt, sondern wirklich eher so von einer gewissen Schlaffheit eher quasi herrührt. Und ja, mein Gott, gibt Schlimmeres. Gut, dann würde ich sagen, liebe Freunde, wir sehen uns in den nächsten Wochen wieder und in den nächsten Let's Plays von uns. Und zwar von dem lieben Razzi. Von Rafila. Grobelpi. Ihr habt gehört, wir sind leicht verplant. Deswegen sehen wir uns wieder und bis dahin, tschüss.